Drauf gekommen bin ich über NLP. Dann habe ich eine Ausbildung zum Personal Coach gestartet und da ist eben auch über Studienkollegen bin ich dann auf den Orlando gestoßen. Und dann war ich vor 2 Jahren circa beim Selbstbewusstsein 2.0 Workshop. Ja, und das war schon ziemlich geil. Ich habe mir eine Menge draus mitgenommen, bin das erste Mal wieder hinter verschüttete Emotionen gekommen, wo ich schon lange nicht mehr gespürt habe und konnte eine Menge freimachen von mir. Ja, und jetzt ist eben vor kurzem die E-Mail eingetrudelt, das in München, und ja, das ist nicht weit von mir und ja. Am Donnerstag war ich schon da, das war gemütlich, vor allem war cool, dass jeder mal mit dem Orlando reden konnte in ungezwungener Runde, also fernab vom Tag. Ja, am Freitag war es dann ein bisschen, ich muss erstmal reinkommen. Also die Kugel konnte ich nicht ganz so mitnehmen. Am Samstag war es dann deutlich besser und haben ja am Ende des Tages sehr gut gefühlt. Und da ist eine Menge Ballast von mir abgefallen. Wobei heute bin ich ein bisschen verwirrt. Da mischen sich so ein bisschen die Emotionen gut und schlecht. Aber das ist wie eben beim letzten Workshop auch schon, das gibt sich dann nach der Zeit. Also ich habe eine Menge davor schon gewusst, aber ich konnte mir trotzdem in jedem Block was mitnehmen. Vor allem jetzt in dem Mysterium Frau und in dem Charisma, wo eben, wie du sagst, die Mädels die Energie aufgenommen haben. Und wo man auch mal gesehen hat, dass vorher hört man es ja immer nur und hier hat man es wirklich mal live gesehen, weil sonst glaubt man es einfach nicht, was da vor sich geht. Und dass wirklich die Worte total sinnfrei sind, wenn die Intention dahinter nicht stimmt. Und das war toll zu sehen, da oben auf der Bühne. Er kommt auf der Bühne ein bisschen straff rüber, sage ich jetzt mal, aber ich fand es toll. Ich habe ihn auch so mal auf dem Weg zur Toilette fragen können und er hat auch sofort eine Antwort gegeben. Und er hat sich wirklich die Zeit auch genommen und die Antwort so beantwortet, dass ich damit für mich einfach gut war und dass ich mir was mitnehmen konnte draus. Ohne jetzt, ich muss weiter und ich habe keine Zeit, sondern er hat sich wirklich für jeden die Zeit genommen. Das fand ich super. Also ich glaube, dass ich auf jeden Fall jeder was Theoretisches mitnehmen kann. Da war eine Menge drin, die man umsetzen kann. Von der Kugelübung und vom Gefühlsmäßigen, glaube ich, ist es eher typabhängig. Es gibt bestimmt viele Leute, die damit was anfangen können. Ich glaube, es gibt auch viele wie mich, die jetzt ohne das live erlebt zu haben, nicht richtig reinkommen. Oder vorerst, vielleicht liegt es auch, wenn man es oft genug macht, dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall, ich freue mich schon, wenn es rauskommt, wenn ich mir das alles nochmal anschauen kann. Und das wieder alles auffrischt, weil so viel Input kann man jetzt eh nicht gleich verarbeiten. Ich habe erst so die Angst gehabt, es wird ein bisschen so ein Werbeseminar. Weil bei so vielen Leuten, und dann hieß es auch immer ausdrücklich Seminar, aber es war für mich nicht wirklich ein Seminar, nur es war mehr. Es war auch ist teilweise ins Workshop-Format schon reingegangen. Und ich fand es auch toll, dass Orlando wirklich auch alles gegeben hat, was mit dieser Gruppe möglich ist und nicht nur einfach die Themengruppe an der Oberfläche gekratzt, sondern er hat sein Möglichstes getan, dass es so viel daraus macht wie möglich. War super.